Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10 Mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Verstehe nicht, was damit wirklich gemeint ist gerade. Du Schussel! Aber dass man selbst da nicht runterkommt, finde ich interessant. Wer zum Geier ist Nelly? Finn. Johnny ist sogar hinter drin hier. Tja. Ich bin halt der Beste. Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Ich hab's nur ein paar Mal gemacht. Bis ich es geschafft habe, die wenigsten Würfe zu kriegen. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal einer Gruppe angehört haben, lässt sich auch in ihrer Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materie oder Accessoires austauschen. Die große Schwäche des Originals mal eben so ausgemerzt. Denn das war immer etwas, was ich stressig fand, wenn man mal von seinen Leuten getrennt war. Man konnte Gegenstände halt nicht für seinen Teamkollegen, der gerade nicht da ist, kaufen, weil man nicht wusste, ob es was Besseres ist. Und wenn doch, ob das wirklich so nützlich ist. Das jetzt zu kaufen? Jetzt kann ich es wenigstens kaufen und den sofort geben. Und schleppe es nicht die ganze Zeit mit mir rum. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Als würden die einfach. Avalanche war also unser. Will mal was gucken. Der Typ. Der andere Typ ist hier nicht mehr, ne? Ah, komm. Ich schau mir mal den Waffenladen nochmal an. Vielleicht hat er was Neues. Man weiß ja nie, ne? Vorbestellung gar nicht mehr retten, alles Könner. Nur er hat nur noch die beiden hier. Und nee. Auch wenn Barrett was gebrauchen könnte. Na, dafür gebe ich doch kein Geld aus. Für Accessoires. Dann hoffe ich, dass ich was gelootet bekomme, weil ich weiß bei Accessoires nie so genau, was wäre jetzt für denjenigen gut. Gott. Was tut denn hier? Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt.
Klar. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Was willst du? Sag mir, auf was hat der große Alleskönner denn ein Auge geworfen, hm? Gibt es überhaupt Leute, die heute auf dem Barrett's Team? Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Auf den Zug warten, ja klar. Spix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht. Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Immer diese scheiß Bots. Wir ziehen das durch. Verschworene Bande. Sehr geehrte Fahrgäste, dies ist eine Durchsage von Shinra. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Einfach bannen. Unser Ziel ist Reaktor 5. Ist so ein Bot. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau, und jagen den Laden in die Luft. Sowas braucht kein Jesse, Mensch. Zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Hm. Auf geht's. Tifa will uns das nochmal erklären. Denke ich mal. Cloud, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Oder? Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Für dich tue ich doch alles. Gleich wieder zurück. Danke. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche?
Zeit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Willst du, dass wir auflegen? Ach, komm schon, Barrett. Ah, oh, das kannst du doch nicht bringen. Nicht nochmal. Heilen. Wozu brauche ich 3 Heilungsdinge? Gut, kann Tifa auch nochmal. Hey, du. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Na gut. Ja, wozu brauche ich so viel Heilmaterial? Warum? Na gut, könnte jeder heilen, aber... Der kann ich nicht interagieren. Noch komm, interagiere ich mal mit dir. Lass sie tiefer. Lass sie nicht hängen, okay? Ich lasse sie niemals hängen. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Sind wir aufgeflogen? Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Was zum... Sicherheit. Jo! Solche Angst. Mach hin, wenn dir was an deinem Leben liegt. Da ist noch was am Leben. Schnell raus hier! Schnell raus hier! Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind wir sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Ja, Mann. Das nimmt kein Ende. Das scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Genau wie Rick's Plan E. Helix-Tunnel. Oh. Bist du okay? Ja. Oh.
Tifa, bereit? Na klar. Blitzer Donner! Das war's. Da fällt mir ein. Tifa, du hast Analyse. Aua. Blitz und Wind, okay. Da hinten gibt's vielleicht noch irgendwas zu holen. Cloud, wo willst du hin? Weg von Barrett. Der hindert uns an unserer Mission. Lol, man kann hier sogar weiter. Warum kann ich... Na gut, gucke ich mich hier erstmal um. Wenn ich schon hier rein darf. Ich weiß, aber ich mache das jetzt so lange, bis ich gesagt. Ich weiß, aber bis jetzt sagt mir das Spiel nicht, ich da kann nicht. So, jetzt sagt das Spiel mir, ich muss umkehren. Okay, ich wollte es nur austesten, wie weit man kann. Und da geht's anscheinend immer noch weiter und weiter und Alter, ist das euer Ernst? Da ist eine Ausruhstation. Ich ruhe mich mal aus. Barrett kann auf sich allein aufpassen.